Hallo, herzlich willkommen zu Franzis Küchenwelt. Ich möchte mit euch heute ein Fischragout mit Kokosmilch machen und wir fangen auch gleich an. Ihr braucht 600 Gramm Fisch nach Wahl. Ich verwende jetzt zum Teil Wels und zum anderen Teil Kabeljau. Dann braucht ihr 250 Gramm Kokosmilch, Salz, Pfeffer, 1 bis 2 Zweige Koriander, etwas Olivenöl, etwas Knoblauch, Cayennepfeffer, ein Zweig Estragon, eine Schalotte, zwei Tomaten und eine grüne Paprika. Als erstes beginnen wir damit, dass wir den Fisch vorbereiten. Da kommt es natürlich ein bisschen darauf an, was ihr für einen Fisch habt und wie ihr den gekauft habt. Allgemein braucht ihr einfach Filets. Bei den Filets solltet ihr dann gucken, dass keine Gräten mehr drin sind. Und dann schneidet ihr den Fisch in grobe Stücke. Die Größe kommt ein bisschen darauf an, wie ihr es haben möchtet. Als nächstes nehmt ihr dann die Schalotte, schält sie und schneidet sie in feine Würfel. Solltet ihr frischen Knoblauch verwenden, schält ihr den ebenfalls und hackt ihn ganz fein. Die Tomaten wascht ihr einfach und schneidet sie circa in 0,5 cm große Würfel. Sollte es euch lieber sein, könnt ihr sie vorab häuten. Dann nehmt ihr die Paprika, entkernt sie und schneidet sie auch in grobe Stücke, wobei die etwas kleiner sein sollten wie der Fisch. Und zum Schluss nehmt ihr den Estragon und den Koriander, zieht die Blätter vom Stängel und hackt sie dann fein zusammen. Und dann gehen wir auf den Herd. Wir beginnen jetzt als erstes damit, dass wir etwas Öl in eine Pfanne geben und erhitzen, ehe wir den Fisch kräftig darin anbraten. Und ihn gleichzeitig mit Salz und Pfeffer würzen. Wichtig ist dabei, dass ihr das Ganze zwar scharf anbratet, aber nicht zu lange anbratet. Und dann nehmt ihr den Fisch nochmal raus und stellt ihn für ein paar Minuten zur Seite. Je nachdem, wie viel Öl ihr jetzt noch drin habt, kann es sein, dass ihr nochmal ein bisschen was nachgeben müsst. Oder falls ihr den Fisch mit einem neutralen Öl, wie zum Beispiel Sonnenblumen- oder Rapsöl, angebraten habt, gebt jetzt das Olivenöl mit dazu. Und da schwitzt ihr jetzt die Schalotten mit an und auch die Paprika. Sollte ein paar Minuten garen, ehe man die Tomaten, den Koriander, den Knoblauch und den Estragon dazu gibt und das Ganze nochmal für ein paar Minuten anschwitzt, ehe man es mit der Kokosmilch ablöscht und mit ein bisschen Salz und Pfeffer würzt. Jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wie groß ihr die Paprika geschnitten habt. Denn je nachdem, wie weiß sie schon ist, könnt ihr entweder gleich den Fisch mit dazugeben und das Ganze dann nochmal für 5 bis 10 Minuten kochen. Oder ihr lasst es für 5 Minuten kochen, gebt dann den Fisch dazu und lasst es dann nochmal für 5 bis 10 Minuten kochen, bis der Fisch durch ist und ebenfalls die Paprika. Dann schmeckt ihr das Ganze mit Salz, Pfeffer und Cayenne ab. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch ein bisschen Zitronensaft mit dazugeben. Und dann könnt ihr es mit zum Beispiel Reis oder Kartoffeln servieren. Das war's zu diesem Rezept. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr das Ganze jetzt nachkochen möchtet, findet ihr die Zubereitung auf meinem Blog rezeptdeck.blogspot.de. Der Link ist auch unten in der Infobox. Und mich persönlich würde es interessieren, wie es euch dann geschmeckt hat. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare oder auch Social Media technisch. Ich würde mich unglaublich darüber freuen. Und ansonsten habe ich euch jetzt noch das Video von letzter Woche, das Rezept für Scherben, hier verlinkt. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!